Hallo ihr Süßen. Ich dachte, ich mache heute mal ein Video zu diesen Extra-Produkten, die in den letzten Wochen zu Alea Aquarius rausgekommen sind. Weil ich glaube, manches ist so ein bisschen untergegangen in dem ganzen Trubel um 9.2 und der neue Song. Und da ist manches so ein bisschen hinten rüber gefallen, glaube ich. Und das ist ein bisschen schade. Deswegen dachte ich, mache ich nochmal so ein extra Video dazu und zeige euch nochmal, was da eigentlich so rausgekommen ist. Habt ihr zum Beispiel mitbekommen, dass ein Challenge-Buch rausgekommen ist? Das ist was ganz Besonderes. Anfangs wusste ich gar nicht, was das sein soll, ehrlich gesagt. Ihr wahrscheinlich schon eher. Aber hier kann man im Grunde seine eigene Alpha-Crew, seine eigene Crew gründen. Da sind auch so wie im Freundebuch so Eintrageseiten. Und dann gibt es Challenges für diese Crew und da sind echt coole Sachen bei. Also zum Beispiel eine Silberumhangs-Challenge, wo man Voraussagungen für die Zukunft machen muss und wer dann am nächsten dran ist und so. Eine Klamotten-Challenge, eine Song-Challenge, wo man einen eigenen Song schreibt. Und hinten drin ist ein Bandennamen-Generator für die eigenen Bandennamen und so. Es ist insgesamt eine echt schöne Sache und ich dachte, ich will das nochmal so ein bisschen pushen, weil ich das echt für sehr special halte. Also von daher, check das doch mal aus, das Challenge-Buch. Und den Timer, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, da habe ich irgendwie öfter drüber gepostet. Das ist im Grunde ein Schülerkalender, ne? Den hat meine Tochter mir direkt aus den Händen gerissen, als er gekommen ist. Ich habe nur ein Belegexemplar, aber das kannst du natürlich gerne haben. Ich habe das, ich will mal videotauglich durchblättern, so. Als ich in dem Alter war, habe ich auch Schülerkalender gehabt und habe mir da sehr viel Mühe mitgegeben. Und das war auch so ein bisschen tagebuchmäßig. Ich habe so die wichtigsten, auch emotionalen Sachen da so reingeschrieben. Streit mit Sonja oder sowas. Sonja, falls du zuguckst. und dann auch so, heute ist das neue Album von Aha rausgekommen. Meine damalige Lieblingsband. Und dann Bildchen reingeklebt und so. Und die waren hinterher richtige kleine Kunstwerke. Aber halt vor allem auch tolle Erinnerungsstücke. Und ich habe die immer noch. Vielleicht zeige ich euch mal was, aber keine Ahnung. Aber das macht einfach total Spaß, so einen Timer zu haben, finde ich. Das ist echt was anderes als nur so einen digitalen Kalender auf dem Handy. Und dann kam das hier raus, der Sammelband von den Erstlesegeschichten für Alea. Da gibt es ja 4 kurze Abenteuer für Kinder ab 6, würde ich sagen. Also so Grundschule. Nee, ich muss schön durchblättern, so dass ihr sehen könnt. Schöne kurze Geschichten, die es bisher nur einzeln gab und jetzt halt in diesem Sammelband zusammengefasst. Freue ich mich total, dass das jetzt geht, auch bei Antolin. Und die Bügelpatches, also hier, diese Teile kann man sich auf die Kleidung bügeln als Emblem. Mit diesen 3 verschiedenen Versionen hier, auch eine coole Sache. So, und das wollte ich euch doch nochmal gezeigt haben.